Das gibt die Brücke zum neuen Album, zum neuen Release. Und da müssen wir mal als allererstes über eine Sache sprechen, die mich persönlich aus der Ferne auch wieder fasziniert hat. Da bringst du ein neues Album, dann gibt es die übliche Prozedere mit, es gibt ein Cover, es gibt einen Titel, es gibt ein Datum und sowas alles und dann gibt es die erste Single. Und das dann ist aber nicht das originale Cover, kommt noch, das ja. Was ihr auf Amazon seht, ja. Okay. Aber worauf ich hinaus will, und dann bringst du eine Single, ein Video und eine Line und die sorgt wieder dafür, dass ganz Deutschrap auf einmal diese eine Line kann, sie benutzt. Mhm. Was geht an dir vor? Weißt du das vorher oder denkst du dir im Nachhinein, die wissen, wer der Babo ist? Chabos wissen, wer der Babo ist. Ja. Im Endeffekt wissen die Leute, dass sie 10 Jahre länger zu rappen und schon länger im Geschäft sind. Ja. Und nachdem ich komme, sich auf einmal anhören wie ich. Und dann noch mein, weil ich Feature-Absagen mache, meinen Namen irgendwie in den Dreck zu ziehen, ja, dann tut es mir leid, dann sage ich einfach nur, ihr wisst doch, wer der Babo ist. Ja, muss wissen, wer der Babo ist. Haftier Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt, Audi, Alabi, Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Adelsio macht bloß keine alle Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brich. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo, Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen Smith. Wissen, wer der Babo ist. Wissen, wer der Babo ist. Kopfab, Mortal, Kombat, Vollkompakt, aller Opa, komm ran, Opfer, du bist Honda, ich sage, nicht link von hinten, ich hau dich frontal, zackert. Dein Yokozuna zoom und ficke ich mit nem Pushkick. Was los, du Huren, so komm wieder, wenn du Luft kriegst. Pussy, muck bloß nicht um 4, du Rudi. Nix mehr. Dann wird das auch noch zum geflügelten Wort nebenbei. Auf jeden Fall. Und es geht in aller Munde rum so. Ja, und brauchst du lange für sowas? Nee, 15, 20 Minuten. Wie lange habe ich gebraucht für den Song? 15 Minuten? Für den ganzen Song? Für den ganzen Song. 15, 20 Minuten habe ich für den Song. Also sowas ratter ich dir runter auf jeden Fall. Aber wenn es so Songs sind, die ein bisschen nachdenklicher werden oder ein bisschen mehr Inhalt haben sollen und ein bisschen mehr Sinn haben sollen, so, dann brauchst du ein bisschen. Dann lass ich mir aber auch Zeit. Aber bei so Songs wie Stimmt dir alles weg oder Ciao, was wissen wir, der Babo ist, sowas spuck ich denen, Alter. Also. Es ist ja genauso schwierig, wie man also das Hitschreiben nicht einfach so geht, ist auch Schlagzeilen im Journalismus sehr schwierig und du sorgst einfach mal für die Punchlines und Schlagzeilen im Dauereffekt, würde ich sagen. Ich habe gehört, die Juice hat jetzt irgendwie ein 15-Jähriges gefeiert, ja. Dann haben die da so ein Bild hingestellt, so in der Größe, haben ein Loch reingemacht in das Ding und unten rechts stand, wir wissen, wer der Babo ist. Und oben konnte man seinen Kopf reinstecken, als wenn man in der Juice auf dem Cover so. Obergeil von der Juice und ja, muss man sagen. Auf jeden Fall Juice cool. Ja. Ich war auch ja, gestern mit den Kollegen von der Juice, haben ein geiles Interview gemacht auf jeden Fall. Werdet ihr denn bei den Kollegen der Juice lesen? Da schrieben wir das Cover, wer weiß, ne? Ja. Meinst du? Ja, ich weiß nicht, kann sein. Ja, muss der Manager verhandeln. Ja, das muss der Manager verhandeln oder vielleicht wird der schon verhandelt, ich weiß es nicht. Ja, 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 vielleicht kriegen wir das Cover. Ich habe da schon ein bisschen was gehört. Aber das müsst ihr mit der Juice unter euch ausmachen. Mhm. Gib mir noch mal ein paar Schlagworte. Diese ganze Geschichte um Features, um Produzenten, das wird es überall geben. Aber in einem Gesamtpaket, und auch, dass es 2 CDs gibt, eine Blogseite, eine Platin-Seite, im Gesamtpaket, ist es noch mehr persönlich, das Album? Ist es der gute Mix aus eine Seite ein bisschen nachdenklicher, andere Seite auf die Fresse? Oder wie kann man es beschreiben? Also die Blogseite wird wirklich sehr aggressiv. Und ich werde jetzt nicht wie massiv in jedem Song 15 Leute erschießen, aber Wasim, ich grüße auch Wasim von hier, der ist auch, ich habe auch einen Song mit ihm gemacht, aber jetzt nicht aufs Album, sondern auf die iTunes-Edition. Ja. Weil er wieder zu krassen Inhalt hatte und Indexgefährdung des Todes. So bei heißt ja massiv, so halt, ne? Und das Risiko können wir leider nicht eingehen, weil wir ja Platin gehen wollen, so mäßig. Und ja. Bei den Inhalten des Albums sind wir. Ja, ach so, ne, die Blogseite, ich erkläre dir mal so. Die Blogseite fängt an mit Teil 2 so. Wird sehr hart. Boom, da geht's erstmal ein paar Songs auf die Fresse, volle Pull auf die Fresse. Dann kommen Songs wie Trauriger Baba, was ich mit Wesel gemacht habe, so, wo auch ein sehr nachdenklicher Song ist. Dann kommt auf Chabos wissen, wer der Babo ist, der Feature-Gast Farid Bang ist, so,
da auf dem Album drauf ist, so. Dann, was haben wir noch? Da haben wir einen Song gemacht mit Rata. Mit Rata haben wir einen Song gemacht. Ein richtig krasser Song. Auch, ja. Er hat auf seinem Diktiergerät aufgenommen, wieder mal aus dem Knast. Ist auf jeden Fall eine geile Nummer geworden. Der Song heißt Ich ficke dich. Richtig asozial geworden. Dann haben wir einen Aslak Camp Song auf der Blogseite, dass wir zum ersten Mal wirklich alle Aslaks zusammen einen Song gemacht haben, was es bis jetzt noch nicht gab, so. Lokaezi heißt der Song. Lokaezi. Abdi hat zersägt. Aber richtig, Abdi hat alles kaputt gemacht auf dem Song. Dann gibt es eine Platin-Seite, die Dann kommt die gibt was Platin-Seite. anderes. Dann kommt die Platin-Seite. Die Platin-Seite fängt an mit Generation Aslak, ein Song, ein richtiger Vorwärtsbrett, also wirklich der Wow-Effekt ist bei beiden Seiten, wenn das Album anfängt. Auf beiden Seiten, also auf der Blog-Seite wie auf der Platin-Seite, wird der Wow-Effekt auf jeden Fall erzeugt bei der Intro. So. Intro sind beide 16 Bars und ein Hook. So. Also für die Backspin jetzt exklusiv ein sehr ausführliches Interview. Der zweite, dann kommen Songs wie Erst der Himmel ist Limit, so, das ist dann so ein richtig geiler, chilliger Song, wie, musst dir vorstellen, als so ein Wiz Khalifa Beat, so, ja, so richtig spacey und ich erzähle, wie ich dann halt zu Rap gekommen bin, dass ich einen Laden aufgemacht habe, so eine Story. Dann kommen sehr viele Club-Songs, die ich gemacht habe. Also ich versuche auf jeden Fall mit Deutschrap in die Clubs zu kommen. Ich finde es sehr traurig, dass deutsche Hip-Hop nicht in Clubs gespielt wird. So außer Crow jetzt natürlich, der es geschafft hat. Und vorher DJ Atomic. Ja, aber. Ja, ich meine, da muss was hin. Crow, DJ Atomic, da muss dann in der Liste dann jetzt noch ein. Auf jeden Fall, DJ Atomic hat auch ein paar Sachen gemacht, aber ein, zwei Dinger waren es ja, aber die laufen ja jetzt nicht mehr so. Ich will auf jeden Fall, guck mal, Bubar zum Beispiel kommt mit Song Bull B, so, der läuft heute noch in den Clubs und der Song ist 5 Jahre alt, so. Sowas, weißt du? Und ich habe auf jeden Fall 4 Club-Songs gemacht auf der Platin-Seite. Dann habe ich einen Song gemacht wie Late Checkout, dass ich ins Hotel komme nach dem Club und dass Abdi im Flur ist und Fußball spielt und betrunken ist und Chile läuft rum und ja, so Sachen halt. Wesley ist am Freestyle, wenn er betrunken ist, ne? Wenn er auf Partylaune ist. Wenn er auf Partylaune ist, dann. Du machst kein Party mehr, sowieso nicht, aber es war ja mal so. Auf jeden Fall. Es ist umfangreich, man merkt es. Es gibt insgesamt 26 Tracks, 24 Tracks, irgendwie Ja, sowas. 26 Songs und da haben wir vielleicht 15 Themensongs so. Ja, und ich habe halt einen Song wie Allah Elvis Presley. So einen Titel gab es wahrscheinlich auch noch nie. Allah Elvis Presley. So, weißt du, und das. Musst dir vorstellen, ich habe einen Song gemacht mit meinem kleinen Bruder, Du weißt, ich weiß, heißt der Song. Das ist ein Club-Song, wie ich gerade in den Club komme, so. Ja? Ich komme in den Club, bam, bam. Und dann laufe ich durch die Küche, dann kommt der nächste Song. Laufe ich durch die Küche vom Club in den dreckigen Club. So, dann laufe ich durch die Küche und komme in den dreckigen Laden, so. Der ist unten, so VIP-Laden. Da tropft der Schweiß von den Decken und da sind nur 100 Leute und da geht die Luzi ab, so, weißt du? Und dann, nach dem Song, kommt Late Checkout, dann gehe ich ins Hotel, da wird weitergemacht, so weißt du? Und es hat so einen kleinen Verlauf, es sind 4 Songs, die so hintereinander dann kommen werden, die dann so ein bisschen einen Zusammenhang haben werden. Und bei Allah Elvis Presley erzähle ich zum Beispiel, das ist halt dann so ein richtig kaputter Song, wie ich, keine Ahnung, ich kiff Jibis mit E.T., so weißt du? Oder ich pack mein UFO auf den Weg zur Erde, auf den Wolken, so richtig kaputt, so. Dann habe ich einen Song gemacht mit Materia. Mit Masimoto, besser gesagt. Materia. Wollte ich heute eigentlich Materia aufs Album haben, aber der zieht ja gerade sein Ding durch mit Miss Platinum und Yasha. Also hatte nur Masimoto Zeit. Ja, nee, was heißt nur Masimoto Zeit? Ich glaube, die Leute von 4 Music, der ist ja bei Major so, da hat man auch, da gehen manche, kann man nicht machen, was man will, so, weißt du? Und er hat es aber gemacht, cool, Masimoto auf jeden Fall ist drauf, haben einen Song gemacht zwischen Raum und Zeit. Auch ein sehr, sehr geiler Song geworden, auf jeden Fall. Und ja, Überraschende Features. auf jeden Fall. Und das war es eigentlich auch schon. Aslaks sind drauf, Masimoto ist drauf, Xatar ist drauf, Farid Bang ist drauf. Und. Ich will niemals vergessen. Nee, das war's schon. Glaube ich. Sind wir gespannt. Du hast noch ein bisschen Überraschungsfeatures angekündigt irgendwo.
Ob da vielleicht noch irgendwas kommt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, von dem du jetzt noch nicht weißt, dass es passiert. Ja, kann sein, auf jeden Fall. Ja. Die Sachen werden ja noch gemischt, die sind ja in der Mische so. Also, 50, when you hear this and you want to make a song with Baba Haft, then you can call every time Sean. Yes. Bist du denn Jay-Z's, I make a song with Jay-Z in New York, you see, for the EMAs, I make a little video. Yes, I make a song, Watch the Throne 2, for the new album of Jay-Z and Kanye West, motherfucker. Na. Mal sehen, was da noch passiert. Nach dem Album ist vor dem Album, das heißt, dieses Mal wird es dann sicherlich auch wieder eine Tour dazu geben. Und wirst du jetzt schon wissen, dass du da vielleicht entspannter rausgehen kannst aus der ganzen Nummer am Ende? Auf jeden Fall, Alter. Letzte Tour war ja katastrophal. Also wieder auch diese Kopfkickers und Krieg im Bus und Schlägerei und ach. Bist du alt dafür, ne? Nee, ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß. Deswegen wird es diesmal nicht vorkommen. Es wird ganz professionell durchgezogen und es wird nur Schwarzbrot gegessen mit Butter und... Jetzt wird's absurd. Ja, nee, echt. Nee, wir ziehen das dann aller Hip-Hop durch, aber wir ziehen das auf jeden Fall ein bisschen professioneller durch diesmal. Gibt's eine Klamottenmarke eigentlich von dir demnächst? Ja, auf jeden Fall. Ja, kommt noch. Ich mach gerade meine Kollektion fertig. Wie heißt sie? Aslak. Naheliegend. Ich hatte mit Haftgear oder so gerechnet. Nee. Aslak ist auf jeden Fall eine Weltmarke. Rechtzeitig zur Tour fertig, damit alle einkaufen können. Auf jeden Fall. Wir sind gerade am Handeln, wir gucken gerade. Ich habe, was viele Leute nicht wissen, dass Taglife nicht meine Marke ist eigentlich. So. Ja, das ist eigentlich so der Hauptsponsor. Also der Haupt, die sind mein Hauptsponsor erstmal so. Und ich bin so der Kopf von denen, so das Gesicht so. Und die Leute denken alles, meine Marke ist, aber das ist nicht so. Aber läuft auf jeden Fall. Ja. Taglife macht geile Sachen und ich bin auf jeden Fall noch weiterhin mit Taglife am Start so. Aber es wird eine eigene Marke geben. Heute bist du von Boss gesponsert. Heute bin ich von Boss gesponsert. Was heißt von Boss gesponsert? Mein Manager musste vorhin mit seiner Karte bezahlen. Ja, weil ich nicht zahlen wollte. Ich habe gesagt, man muss ich bezahlen. Du tust unserer Kamera gerade nichts Gutes, der letzten das kleinen Perspektive. Ja. Ist eigentlich auch der Shot für uns, um jetzt eigentlich das Ganze hier zu beenden, denn hier stehen viele Leute und ich glaube, du musst auch gleich weiter. Du willst nach Berlin jetzt zu den nächsten Interviews? Ich muss nach Berlin, ich muss noch einige Interviews machen. Die Leute wollen nämlich wissen, wer der Babo ist. Ja, die Leute wollen wissen, wer der Babo ist. Ja. Und wer die Haselnuss tickt und wer die Marmus fickt. Damit belassen wir es. Ich habe alles, was ich wissen will. Sag Dankeschön. Eine Sache ist mir eigentlich noch ganz wichtig zum Abschluss immer, weil du weißt ja, die Hip-Hop-Bravo gibt es nicht mehr. Was die aber immer gemacht haben, ist so ein wunderschönes Foto, wo der Journalist neben dem Künstler saß und immer diese harten Posen gemacht haben. Also das möchte ich am Leben halten. Deswegen möchte ich dich bitten, dass wir beide in die Kameras einmal eine harte, das muss eine richtig harte Ghetto-Pose sein, so richtig auf, doch einmal so auf. Du musst hart machen. Ja, du aber auch. Nee, ich muss ja jetzt die Rolle vom Journalisten übernehmen, wir müssen ja Träumen tauschen. Nee, er macht ja, der Florian meinst du? Ja, Florian und der Künstler, die haben ja beide immer auf Posen gemacht. Ja? Okay. Und das möchte ich gerne im Leben erhalten. Einmal die Kamera. Einmal die Kamera. Ja. Danke, das war's. Immer wieder gut mit den Interviews zu machen. Also wir sehen uns bestimmt auf der Tour nochmal, gell? Ich bin mir sicher, wir sehen uns auch häufiger, als wir es jetzt wissen. Also. Ich bin bald in Hamburg, bestimmt beim Falk, dann komme ich auch besuchen. Vielleicht komm mit. Wir besuchen ihn gemeinsam. Er freut sich bestimmt. Danke, das war's. Kauf das Album. Rodo Weiss. Haft ihr Abi ist da der Mambo und Ferrari sitzt Audi Anabi Money Rich. Wissen wer der Babo ist? Adelsio macht bloß keine Halle Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brich. Wissen wer der Babo ist? Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snippt. Wissen wer der